Herzlich willkommen zu einem Let's Play. Ihr hört es vielleicht schon, Wer wird Millionär steht an. Das ist die liebe Laura Münstermann. Hallo Laura. Hi. Toll, dass du da bist. Du bist 23 Jahre alt und angehende Sexualtherapeutin. Ja, also ich bin Sexualpädagogin. Vielleicht mache ich noch die Weiterbildung zur Therapeutin. Aber erstmal bin ich mit meinem Projekt ganz viel unterwegs, wo wir uns ja auch irgendwie drüber kennengelernt haben, weil du ja auch mit meinem Podcast mal zu Gast war. Genau, nicht als großer Sexualexperte, sondern du interviewst ja manchmal Leute und hast gedacht, komm, den habe ich früher im Fernsehen gesehen als Kind. Genau. Und dann haben wir uns unterhalten. Ne? Aber wenn ihr jetzt denkt, da läuft irgendwas, nein, das haben wir ja beim einem anderen Let's Play genau, schon erwähnt. Genau, auch schon mal sie hat einen Freund und alles ist gut. Wir sind also nur platonische Bekannte, kann man sagen. Ne? Das ist übrigens die Wer wird Millionär zweite Edition, nicht die erste, die zweite. Und wir gucken mal, was wir machen. Das haben wir eben ausgewählt bei unserem Probespiel. Ich glaube. Test, Hallo und willkommen bei Teamspiel. Teamspiel, ja. Genau. Okay. Und zwei Spieler. Ja. Zwei Spieler. Man ist natürlich auch immer die Gefahr, dass man sich blamiert bei Wer wird Millionär. Ja, absolut. Teamspiel. Hm, wunderbar. Zuerst Sie, Kandidat 1. Okay, dann einfach Anfangsbuchstaben. Oder so. Ist doch, ja, ist doch in Ordnung. Ich nehme Bevor hast du jetzt drauf gedrückt? Ja. Dann haben wir nur ein Schallbett. Alles klar, weil wir auch hintereinander spielen. So. Okay, dann müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Antreten. Also ich finde Hot House sehr geil. Die Namen? Hot? Okay. Hot. Das heiße Haus. Alles klar, Hot Passt House. Aha, danke. Nicht, dass dann die Feuerwehr kommt. Um das Haus abzukühlen. Ja, entweder um das abzukühlen oder oder um zu strippen, meinst du? Ja, genau. Also dann, genau. Eins, Sie fangen an. Ach schön, dass man endlich mal mit einer Frau auch ein paar schlüpfrige Jokes machen kann, ohne dass die sich gleich angegriffen fühlt. Das ist doch wunderbar. Naja, wie soll ich mich jetzt bei dem Joke angegriffen fühlen? Heutzutage darf man doch gar nichts mehr sagen, was irgendwie im Ansatz irgendwas Zweideutiges beinhaltet. Da ist man doch direkt ein was weiß ich, was man heißt. Schwieriges Thema. Das ist ein schwieriges Thema, ja. Und ich finde, die Leute sollten teilweise entspannter werden. Teilweise ist es aber auch angebracht, weil es gibt ja, also antatschen oder irgendwelche Scheiß machen, geht ja gar nicht. Aber ich finde manchmal ein kleiner Spruch, ein Joke, wenn dann Frauen ausflippen und anfangen, ne? Das finde ich dann schon so ein bisschen. Dann sollen sie halt einen Spruch bringen. Emanzipation hat halt auch so ein bisschen auch ein paar Pflichten. Dann sollen Frauen wollen stark sein und dann können sie auch nicht bei einem kleinen Spruch immer Mimimi machen. Ist auch scheiße, oder? Ist mal ein bisschen. Dann sollen sie auch emanzipiert und stark sein und halt einen Spruch bringen, wenn irgendeiner einen Joke macht, einen kleinen oder so. Dass man immer ausflippt bei solchen Sachen, ist einfach auch scheiße. Kommt immer noch auf den Spruch. Natürlich kommt es drauf an. Generell ist ja heute die Tendenz, dass man gar nicht. Drück mal irgendwas, sonst kommen wir gar nicht weiter. Ist ja immer die Tendenz da, dass man sich über jede Kleinigkeit, es geht ja so in die Extreme heute. Und das nervt mich manchmal. Aber in manchen Sachen ist es natürlich auch richtig. Ne, das ist klar. Aber oft ist es auch einfach übertrieben, muss man ganz klar sagen. Wo soll das denn hinführen? Dass Humor getötet wird oder was? Ist Staatstrauer befohlen, dann wehen die Flaggen auf? Ein schwieriges Thema, ich weiß. Ja, ich bin gerade auch wieder voll beim Spiel. Ja, okay, spielen wir jetzt. Spielen wir mal. Genau. Also, ist Staatstrauer befohlen, dann wehen die Flaggen auf? Ja, das ist klar. Die Achtelmast. Natürlich Achtelmast. Okay. Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt versehentlich irgendwo drauf komme, wo ich gar nicht drauf komme. Ja, und dann auswählst oder so, ne? Genau, ja. Husten. Das war schon Hus 11. Sind Sie bereit, 11. Kandidat 2? Oh. Ich bin bereit. Kandidat 2 ist bereit. Ja, Kandidat 2, hau mal raus. So, was halten Sie davon? Die 200-Mark-Frage. Halte ich eine Menge von. Mhm. Was ist sprichwörtlich die beste Verteidigung? A. Karate. B. Weglaufen. Ja. Mhm. C. Angriff. D. Um Hilfe schreien. D. Nimm D. Ja, noch ist es leicht, ne? Noch ist die Chance, dass man sich blamiert, sehr klein. Ich finde sehr hoch. Also wenn man das blamiert, je später die Fragen, je schwerer die Fragen sind, umso mehr Angst habe ich mich zu blamieren. Aber andererseits kann man sich natürlich auch blamieren, wenn man ein Sprichwort nicht kennt oder richtig. So, was ja immer sein kann. Richtig, so Spieler 1. Spieler 1 ist dran. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten, schwupps, gehören Ihnen 300 Mark. 300 Mark? Ja, ja. Auch schön mit Mark, wenn ne, richtig schön. Wenn man des Geldes in eine reiche Familie einheiratet, legt man sich in ein gemachtes Nest. A. Auf die Lauer.
B in die Kurve. Mhm. C ins gemachte Bett. Ja, oder Bett. Ne? Oder das. D Best, auf ja. die Wiese. Das gemachte Bett. Nee. Super, super, super. 300 Mark. Schön, 300 Euro schon hier. Kannst was, du dir schon. Was kann man sich davon kaufen jetzt? Ja, 1997 ein CD-Player. Oder CD-Brenner oder so. Ne, die waren noch teurer 1997. Ich bin sowas von bereit. Junge. Junge. Noch 12 Fragen bis zur Million. Was ist denn ein Teamspiel? Spielen wir jetzt gemeinsam? Wir spielen doch ja, sieht doch nur so aus. Weil ich check's nicht. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Zu welcher Stadt gehört die Insel Murano, die für ihre Glaskunst bekannt ist? Na super. A. Lissabon. Ja, jetzt wird's halt wirklich so ein bisschen crazy, ne? Barcelona. Glaskunst. C. Neapel. Murano. D. Venedig. Murano hört sich so italienisch an. Ich würde auf hätte Venedig. Auch wenig, ja, hätte ja ich das auch stimmt. Gesagt. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Das wäre ja jetzt kacke, ne? Das wäre mega kacke. Ja. Fuck. Völlig richtig. Das nee. Boah. Geil. Oh. Oh. Bei 500 schon so eine Zitterfrage. Kandidat 1, darf ich bitten? Drücken? Yes. Ja, darf yes. bitten. Sie ja, aber spannend auf jeden Fall. Spannend. Die Joker, die stimmt, wir hätten noch Joker einsetzen können, aber bei der 300 nee, da wollte ich Mark auch lange gedacht, aber so wollte ich nicht. Bisschen, eine ja. Frage und 1000 Mark sind Ihnen sicher. Und hier ist sie. Wie heißt das? Ich helfe dir auch, wenn du nicht. Ne, also. Oh, das ist aber lieb. Ja, aber der ist ja nicht, der ist ja. Der ist es jetzt einfach, ja. B. Thanksgiving Day. Kannst du abbrechen. C. Achso. Mit dem Quadrat, das ist glaube ich da. Ja. Ah, perfekt. Gut. Aber ab und zu mal anhören geht ja. Sicher? Mhm. Bisschen Fernsehstyle. Applaus! Da ist den Leuten keine Applaus über die Leber gelaufen. Nee. Das ist doch schön. Damals ging das ja noch mit applaudierendem Publikum. Naja, bald wieder. Hoffentlich. Oder? Sind Sie bereit? Bin so bereit. Junge, was ist denn hier X? Achso, er lädt. Ist das jetzt irgendwas das Spezielles? Ist ein witziger Ladesymbol. So, keine Ahnung. Sie sind jetzt in jedem Fall so, um 1000 Mark reich. Geiler Moderator. In der nächsten Frage können Sie Ihren Gewinn verdoppeln. Sind Sie bereit für die 2000 Mark Frage? Yes, Sir. Aus der Feder Dürrenmatt stammt der Besuch der... Irgendwas habe ich von dem mal gelesen. Das wird wahrscheinlich das sein, ne? Ja. B. Gerichtsvollzieherin. C. Mannstollen Witwe. Mm. D. Betrunkenen. Ich würde auch, also vom Rhein würde ich auch alten Dame tendieren. Mm. Klingt auch nach literarisch. Ja, klingt smooth. Ja, klingt smooth. Ist nicht an. Mannstollen Witwe wäre wahrscheinlich Skandal gewesen. Gerippt betrunkene Fee. Also, wenn das. Sie sagen also A. Hm. Es kommt dann mit so einer Scheiße. Boah. Ja, natürlich. Klar, komm. 1000 Mark und 1000 Mark sind nach Adam Wiese 2000 Mark. Adam Wiese! Geil! Geil. Aber lange, ich habe schon das Gefühl, dass ich nicht lange überlebe. Ich auch. Aber wir sind ja zusammen. Wir haben ja geballte... Ich check's noch nicht, was das soll mit dem Teamspiel. Ich check's noch nicht. Ich auch noch nicht. Werden wir aber rausfinden. Ja, auf jeden Fall. Jo. Okay, also... Solange es kein Intim-Spiel ist, ist alles gut. Richtig. Ist halt scheiße für YouTube-Money, ne? Sonst wird das wieder alles entmonetarisiert. Wer ist der, dieser YouTube-Manfred? Auch Money genannt. Wer genau, ist das? YouTube-Money. Der böse, böse Boy, der entscheidet, ob du Geld für deine Videos bekommst oder nicht. Kennst du das? Atomic Kitten? Also Atomic Kitten ja. Atomic ja? Kitten kenne ich. Hast du wieder abgebrochen oder wie? Nee. Nee? Ah, ja doch, ich habe abgebrochen, ja. Weil ich dachte... Also der erste Nummer 1 Hit in Deutschland. Lassen Sie sich Zeit. Sie ich hätte jetzt gesagt Not Again, Joker, aber... Den 50-50 Joker, den Telefonjoker... Willst du es nicht riskieren? Du hast noch Joker, ne? Ja, aber weißt du es denn? Null. Mit Popmusik. Ich kenne die Band, aber sonst gar nichts. Okay, warte. Wo ist denn jetzt... Der Kreis wäre doch eigentlich hier, ne? Ja. Oh Gott. Aha. Okay, dann... Was machen wir? Anruf, wer das soll. Das ist doch ja. So eine popkulturelle, das können doch auch normale Leute wissen. Ja. Einverstanden. Ruf mal deine Schwester an. Oder, nee, was hast du, Bruder, älteren Bruder? Hast ich habe älteren Bruder. Ist es in also zwei Kinder habt ihr. Seid ihr ja. In der Familie, okay. Wir haben keine zwei Kinder. Habt ihr auch bescheuert? Wir sehen vollkommen. Geil. Hallo Wolfgang. Ja. Willkommen bei Wer wird Millionär? Wolfgang!
Ah ja, hallo, guten Tag. Die 4000-Mark-Frage macht Ihrem Freund Kopfzerbrechen. Ja. Vielleicht wissen Sie ja die richtige Antwort. Ich hoffe, ich kann helfen. Alles klar, Wolfgang. Hier kommt die Frage. Denken Sie daran, nur eine Antwort ist richtig. Wolle, richtiger Atomic Kitten-Fan. Hm. Ja, Scheiße. Der Wolfgang hat gar keine Ahnung. Nee, tut mir leid. Oh, Wolfgang, du bist ein Trottel. Mann! Wer ist das, Onkel von dir oder was? Ich habe das dumme Gefühl, dass Ihnen das auch nicht weiterhilft. Und ich dachte, wir hätten jetzt den Fanboy gefunden, ne? Publikum wäre gut. Ja, machen wir Publikum. Dass der Wolfgang aber auch nie auf einem Konzert von der Tommy Kitten war. Fragen wir das Unding. Publikum. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. B. Also ich würde sagen, aber es gibt eine klare irgendwie Mehrheit klingt das so. B. Wieso? So, jetzt sind Sie dran. Was glauben Sie? Schnall ich nicht. Willst du es nehmen? Ja, ne? Weil scheiß drauf, ja. Über die Hälfte ist schon also viel. Sie, wenn ich die Antwort angenommen habe, gibt es kein Zurück mehr. Oh, scheiße. Sie könnten Ihre Meinung aber noch ändern, wollen Sie? Nee. Jawoll! Ja, Wolfgang! Danke! Wolfgang hat verkackt das Publikum, ja? Ja, Wolfgang! Auf mehreren Ebenen gut. Aber das hallo. So, bitteschön. Viel Spaß. Da lädt er wieder. Wenn das ein Auto wäre, wäre es wohl ein Lada. Frage Nummer 8. Heute feuerst du hier überhaupt richtig. Ich feuer ein paar raus. Ja. Lassen Sie sich Zeit. Sie müssen nicht antworten. Sehen wir uns erstmal die Frage an. In welcher italienischen Stadt findet alljährlich ein Schlagerfestival statt? Wer ist das denn? Du bist es. A, weil du zwei Joker schon weg hast. Ja, das ist also Teamspiel. Aber könnte das in Südtirol sein oder Nordtirol oder so? D. Imola. Sanremo heißt ne Laden Maranello. Scheiße, Schlagerfestival. Das wüsste mein Kumpel Sam. Der ja, Telefonjoker haben wir schon aufgesprochen. Nehmen wir denn 50-50? Ja, das andere bleibt uns ja nicht übrig. Was war denn mit den Jokern? Wie konnte man die denn auswählen? Muss auf Kreis drücken, also hier. Da? Also, ja. Ach so. Hm? Oh Mann. So, Sie setzen also den 50-50-Joker. Gut, löschen wir also zwei falsche Antworten. Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? A und D sind falsch. Nehmen wir den. Na, was meinst du? Ja. Sanremo heißt ein Laden um die Ecke. Italienisches. Okay. Komm. Wollen Sie jetzt wirklich riskieren? Wenn die nächste Frage scheiße wird, dann sollten wir, glaube ich, mit dem Money nach Hause gehen, oder? Was sagst du denn? Bis zur 4000-Mark-Frage lief alles glatt. Nein. Und jetzt haben sie 8000 Mark. Oh! Geil! Super! Voll gut! Oh, Sanremo. Am Hansaring ist so ein Laden, der so heißt hier. Okay. Kandidat 1, Sie sind dran. Kandidat 1 ist dran. Das bist wohl du, Elliot. Das ja bin ich, ja. That's. Laden. Donnerwetter, es läuft wunderbar. Donnerlüttig. Aber wenn Sie die nächste Frage falsch beantworten, fallen Sie auf 1000 Mark zurück. Hier ist Ihre Frage. Komm schon. Es geht um 16.000 Mark. Oh Mann, man muss doch mal was kennen, zufällig. Ein Film mit Marilyn Monroe und Robert Mitchum trägt den Titel Fluss. Das weißt du doch, oder? Bitte sag mir, A, ohne Wiederkehr, dass du das weißt. B, ohne Ufer. Wiederkehr klingt... Vertraut. C, ohne Gefahr. Wiederkehr ist mein Bauchgefühl. D, ohne Leidenschaft. Gut, dann... Fluss ohne Wiederkehr. Habe ich schon mal irgendwo gehört, aber ohne Gewehr. Okay. Und ohne Pistole. Marit. Sie sagen also A. Muss nicht stimmen, aber könnte. Tja, so schnell ist man in 16.000 Geil! 16.000! Okay! Und was kannst du dir davon kaufen? Ah, 8000 Euro, ne? Muss man umrechnen. Ja. 8000 Euro würde ich mir einen neuen Laptop und Desktop-Computer kaufen, weil meine sind schon 9 Jahre alt. Aber kann man das denn wirklich, also kann man das auch wirklich so vergleichen von wegen, dass die Preise auch an sich so... Naja, nee, ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Also die Sie Sachen waren ja schon bei billiger Mark. Ganz hübsche Summe, hä? Allerdings sind es nur noch 6 Fragen. 32 ist natürlich schon prestigeträchtig. Ja, hallo. 32.000 Also ich finde, wir können schon ein bisschen stolz auf uns sein. Ja, da, ein bisschen Schwein. Unser Hothouse-Team. Oh Gott. Oh Gott.
Zwischen Bremerhaven und Cuxhaven liegt das A. Weser Emsland oder so? Emsland irgendwas? Keine Ahnung. B. Schinkerland. Ich glaube Schinkerland. C. Ja? Wursterland. Ohne Gewehr, aber. Hast du das schon mal gehört? Oder warte Metterland. Mal, nee, ne. Metterland? Was meinst du? Nee, keine Ahnung. Ich habe das noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber nicht. Ich würde eher sogar sagen D, aber. Aber Schinkerland war dein erstes. Ja, aber ich weiß nicht. Metterland klingt irgendwie ein bisschen. Wenn Sie diese Frage mehr richtig beantworten, gehen Sie heute mit mindestens. Also hier die beiden können wir ausschließen. Ja, die sind raus. Das war dein erstes Ding. Ja, aber da habe ich Metterland noch gar nicht gesehen. Und Metterland klingt irgendwie nochmal so ein bisschen mehr. Nicht, noch, also nicht so außergewöhnlich, sondern als könnte man sich schon vorstellen, okay, das ist so. Wenn das falsch ist, dann zieht ein Unwetter auf über uns. Ja. Das musst du dann so einblenden. Also das war die erste. Ich würde B sagen, aber wir nehmen D, weil du das besser. Weiß ich jetzt nicht. Oder wir können Schere, Stein, Papier machen. Ja, komm. Okay. Ich habe gewonnen. Der gute alte Stein. Metterland. Das allerletzte. Metterland. Wenn Ihre Antwort richtig ist, gehen Sie heute mit mindestens 32.000 Bitte hasst mich nicht. Und? Ach, es hat nicht sollen sein. Die Antwort ist falsch. Sie fallen leider auf 1.000 Mark zurück. Bitte sag mir nicht, es Antwort war Schink. Antwort C wäre richtig gewesen. Was? Wasserland! Was ist das denn? Das ist ja unglaublich. Oh Gott. Nicht zu glauben. Okay, ja, das waren jetzt 1.000 Mark haben wir gewonnen. Aber es hat Spaß gemacht. Echt? Das ist doch die absolute Hauptsache. Hier blinkt schon der Akku an der Kamera. Haben sich wacker geschlagen. Genau, wir sagen schon mal Tschüss auf jeden Fall. War cool, oder? Ja, witzig, ja. Wer wird Millionär? Ja, Millionär sind wir nicht geworden, aber das wäre ja auch komisch, ne? Und wir hätten uns geärgert, weil man das Geld ja nicht hat. Ne? Ja. Dann wird ja nicht ausgedruckt. Das ist ausdrucklich untersagt, dass man das ausdruckt. Schade. Tschüss. Ja, dann haben wir doch schon gesagt Tschüss. Ne? Ja. Das war gerade Nachgeplänkel schon. Nachgeplänkel ist immer gut. Ja, voll geil. Wie bei den Nachrichten ist ja auch immer so ein bisschen. Ja, so dieses Blätter. Genau, Blätter fallen. So. Ja, was machst du heute Abend? Hier bei Anchorman beleidigen sie sich dann auch. Und Anchorman, hast du den Film? Gibt da Anchorman 2, gell? Ja, gibt es auch, genau. Aber da habe ich die Handlung schon wieder vergessen. Wobei ich ja finde, dass der Dings hier, der Hauptdarsteller, wie heißt er? Na? Das weiß ich nicht mehr. Ah, der macht auch super viele schlechte Filme. Das kann sein. Der hat super viele Scheißfilme, so wie Adam Sandler. Der macht so viel Dreck, wo ich denke so, what the, ab und zu ist mal einer dabei, der geht, aber generell Adam Sandler. Kann ich mir leider auch nicht mehr angucken. Gar nicht mehr. Voll schade, aber ja, ist so.